Herzlich willkommen in meinem Video zum Thema Hochschulstart 2022. Ich möchte euch in diesem Video alles erklären, was ihr braucht, um euch erfolgreich fürs Medizinstudium zu bewerben, wie der Ablauf ist, wie die verschiedenen Fristen sind und was für verschiedene Begrifflichkeiten euch auf dem Weg bis zur Zulassung begegnen. Im Laufe des Videos werde ich euch erstmal erklären, was eigentlich für Termine und Fristen anstehen. Da gibt es nämlich Unterschiede zwischen Leuten, die ihr Abitur dieses Jahr gemacht haben oder in einem anderen Jahr, also die Altabiturienten. Dann gehen wir zusammen die Bewerbung einmal komplett durch und am Schluss werde ich euch noch gewisse Begriffe zum Thema Priorisierung, Vorwegzulassung etc. erklären, welche euch im Laufe der Bewerbung öfter über den Weg laufen werden, sodass ihr da keine Unsicherheiten mehr habt. Kommen wir also zum ersten großen Step, und zwar keine Fristen zu verpassen. Die Bewerbungsphase für das Jahr 2022 hat am 25.04. begonnen. Das heißt, ihr könnt euch aktuell schon bewerben. Für Altabiturienten, das bedeutet Studenten, die vor dem 16. Januar 2022 ihr Abitur gemacht haben, endet die Bewerbungsphase schon am 31.05. Solltet ihr also Altabiturient sein und euch noch nicht beworben haben, solltet ihr damit zügig anfangen. 14 Tage später, also am 15.06., endet auch die Frist für das Nachreichen von Unterlagen für Altabiturienten. Das bedeutet, bis hierhin könnt ihr noch erforderliche Unterlagen nachreichen, jedoch keine neue Bewerbungsmappe anlegen. Bei einigen von euch klingeln jetzt vielleicht die Alarmglocken. Ihr wisst, Ende Juni kriegt ihr erst euer TMS-Ergebnis und sollt schon am 15. Juni eure Unterlagen nachgereicht haben? Keine Angst. Und zwar alle Bewerbungskriterien, die nach dem 15.06. erworben werden, können noch bis zum 20.07. nachgereicht werden. Und da fällt nämlich der TMS rein, da dieser erst Ende Juni erworben wurde. Erst dann erfolgt die Ergebnismitteilung, kann dieser bis zum 20.07. nachgereicht werden, sodass auch ein TMS von 2022 in diesem Jahr wirksam gemacht werden kann. Wichtig dabei ist aber, dass der unterschriebene Zulassungsantrag und die gültige Hochschulzugangsberechtigung schon vor dem 15.06. postalisch eingegangen sein müssen. Das bedeutet, ihr könnt nicht erst dann bis zum 20.07. alles nachreichen, sondern nur das TMS-Ergebnis kann bis 20.07. nachgereicht werden. Einen Monat später, und zwar am 15.07., endet dann auch die Bewerbungsphase für die Neuabiturienten. Und die Koordinierungsphase beginnt einen Tag später, also am 16.07. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Bis zum 20.07. können dann noch Unterlagen von Neuabiturienten nachgereicht werden. Das kann zum Beispiel ein TMS-Ergebnis sein. Am 23.07. werden dann die Koordinierungsregeln angewandt. Die Koordinierungsregeln erkläre ich euch gleich im Detail. Es gibt vier davon und diese legen eine gewisse Reihenfolge fest, in der Zulassungsanträge von oben nach unten automatisch angenommen werden. Die Koordinierungsphase endet dann am 25.08. Vom 25. bis 27.08. kann man sich außerdem für das koordinierte Nachrücken anmelden. Dieses läuft dann vom 28.08. bis 30.09. All diese Fristen sind natürlich bei Hochschulstart nochmal nachzulesen, auch mit genauerer Erklärung, welches Verfahren ab wann beginnt, seine Zulassungsangebote auszusprechen. Jedoch könnt ihr davon ausgehen, dass bis zum 25.08. ein Großteil der Plätze vergeben sein wird und das Nachrückverfahren nur sehr wenige Plätze abdeckt. So, als nächster Step kommt jetzt die Anmeldung bei Hochschulstart. Da zeige ich euch eine Bildschirmaufnahme, sodass ihr im Prinzip mitmachen könnt oder euch das in Ruhe vorher anschauen könnt, damit dann keine unerwarteten Punkte auf euch zukommen. So, und hier sind wir nun auf der Website von Hochschulstart, auf dieser etwas vollgepackten Website. Hier gibt es verschiedene Informationen zum Thema Plan, Bewerbung, Ergebnisse etc. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal generell auf das Bewerbungsportal. Genau. Und ich habe noch keinen Account, das heißt, die Anmeldung dieses DOSV ist für mich jetzt noch nicht relevant, sondern erstmal die Registrierung. Da klicken wir drauf und dann der Hinweis, dass überzählige Registrierungen gelöscht werden. Das bedeutet, bitte registriert euch einmal, sonst werden alle eure Registrierungen gelöscht. Das kann bedeuten, dass ihr euch dann in diesem Semester nicht bewerben könnt. Dann geht es zur Registrierung und genau. Alle Sachen, die ich jetzt hier eintippe, sind ausgedacht. Also ich nenne mich mal Max Moritz Mustermann, so typischer deutscher Mustername. Geburtsdatum 1.1.2020, gar nichts, ist wahrscheinlich sinnvoller. Als Geburtsort nehme ich mal Berlin. Geburtsname optional, könnt ihr auswählen, dann die Anschrift. Genau, ich nehme jetzt hier die Musterstraße Nummer 5 und habe ich gerade eine Postleitzahl im Kopf, nämlich Leipzig 04105.
gerade eine Postkarte geschrieben. Genau. Nicht mein Wohnort, auch nicht der Ort, an dem ich studiere, aber ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Muss alles untereinander natürlich auch passen, ihr werdet später sonst darauf hingewiesen. Als E-Mail-Adresse muss ich eine richtige eintragen, ansonsten funktioniert die Registrierung nicht. Aber die zeige ich euch natürlich nicht. So, nachdem ich die E-Mail-Adresse eingetippt habe, jetzt der Benutzername, dann nennen wir uns mal Maxi Mori Musti. Das ist völlig egal, da könnt ihr euch wirklich nennen, wie ihr wollt. Habt ihr irgendwie einen Spielcharakter von früher oder so? Genau. Könnt ihr auch prüfen, ob der Name verfügbar ist. Dann ein Passwort, da nehme ich immer ein vorgefertigtes von Chrome. Das funktioniert für mich ganz gut. Dann die ganzen Capture-Codes, das ist ganz interessant, weil es gibt sowohl einen Lese-Capture-Code als auch diesen Audio-Capture-Code, der euch in unheimlich schlechter Qualität vorliest, welche Buchstaben ihr da jetzt eintippen sollt. Ja, das ist zumindest nicht ganz einfach, aber ich denke, das kriegt ihr hin. Gut, die erste Hürde ist auch geschafft. Wir sind registriert und dann geht's weiter, nachdem ich die Registrierung bestätigt habe. So, ein Traum ist wahr geworden und zwar, die Registrierung ist bestätigt. Wir können uns direkt anmelden und kriegen erstmal wieder Hinweise, wie das ganze Verfahren abläuft. Das könnt ihr euch durchlesen. Empfehle ich euch auch. Dann sind unsere Daten alle schon mal in diesem Hochschulstartportal gespeichert. Wählt bitte das richtige Semester aus. Das kann nämlich etwas zur Verwirrung führen. Wenn ihr das falsche Semester ausgewählt habt, dann könnt ihr euch die ganzen Bewerbungen nicht anzeigen lassen und auch eure eigene Bewerbung nicht einreichen. Dann gehen wir zu persönlichen Daten und prüfen erstmal, ob das alles gestimmt hat. Die E-Mail-Adresse auch natürlich auch wieder ausgenommen. Prüft es gut ab, ob das Portal auch alles übernommen hat. Dann können wir erstmal zurückgehen. Natürlich auf die Startseite. Und um dann weiterzumachen, müssen wir jetzt ein paar Daten einreichen. Das ist erstmal die Hochschulzugangsberechtigung. Das habe ich erstmal ausgefüllt. Gymnasium, Landkreis war bei mir jetzt Aachen in diesem Fall. Also ich habe nicht in Aachen Abi gemacht, aber ich habe es einfach ausgewählt. NRW. Und dort tragt ihr dann alle Daten ein, das einmal im Zeitraffer. So, hier kann man jetzt noch Dateien auswählen, das bedeutet die beglaubigte Kopie hochladen. Das machen wir jetzt aber nicht. Alle unsere Daten sind gespeichert. Tatsächlich ist es meine Abi-Note. Ob die Punktzahl stimmt, weiß ich nicht mehr. Aber 2,0 war meine Abitursnote. So, und um zur richtigen Bewerbung zu kommen, gehen wir dann mal auf Studienangebote, geben irgendwo Medizin ein und suchen uns die erste medizinische Fakultät und kommen dann über diesen Link hier auf Anton. Das ist nämlich das Portal, wo wir uns dann für Medizin, Pharmazie und Tiermedizin, Zahnmedizin bewerben können und ich melde mich, nachdem ich mein Passwort eingegeben habe. So, und dann sind wir auch auf der begehrten Seite angekommen und klicken einfach mal auf Zum Antrag, damit wir unseren Antrag stellen. Ich habe nicht im Ausland studiert, ich habe kein Zweitstudium und ich habe auch keinen Beruf, der mich fürs Studium qualifiziert. Deswegen gehöre ich zu keiner Gruppe. Nochmal alle Daten checken. Und dann ein nicht ganz unwichtiger Punkt, und zwar vor allem für die Altabiturienten, habe ich in Deutschland schon studiert oder nicht? Denn im Jahr 2022 fürs Wintersemester gibt es noch die Möglichkeit, sich Wartezeit anrechnen zu lassen. Das bedeutet, habt ihr noch nicht in Deutschland studiert und habt zum Beispiel 5 Jahre was anderes gemacht, habt ihr 10 Wartesemester, die euch angerechnet werden können. Dann geht es direkt weiter. Jetzt haben wir von unserer Hochschulzugangsberechtigung die Gruppe auswählen, allgemeine Hochschulreife im Fall vom Abitur. Und jetzt kurz im Zeitraffer, wie ich das ausfülle. So, als nächsten Step müssen wir natürlich erstmal unseren Studiengang auswählen. Ich glaube, da sind die meisten dabei, dass wir hier Medizin auswählen wollen. Und im Anschluss natürlich dann die Studienorte. Ihr habt nun die Möglichkeit, entweder die Priorisierung direkt einzugeben oder die Universitäten alphabetisch auszuwählen und später die Priorisierung zu ändern. Eigentlich würde ich aber empfehlen, die Priorisierung direkt einzutragen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Und eure Chancen ändern sich auch durch die Priorisierung nicht. Das bedeutet, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr an der Ruhr-Universität Bochum auf jeden Fall genommen werdet, setzt die nicht unbedingt an Platz 1, wenn Charité eure Wunschuni ist. Geht wirklich nach eurer Wunschuniversität an Platz 1. Und dann absteigend in der entsprechenden Reihenfolge.
Und wenn ihr an der Ruhr-Universität so oder so genommen werdet, ist es unabhängig davon, ob sie an Platz 1 oder an Platz 30 liegt. Das erkläre ich später aber auch nochmal ein bisschen genauer. Dann können wir jetzt verschiedene Dokumente angeben. Das ist vor allem für die ADH-Quote interessant und für die meisten von euch wahrscheinlich das TMS-Ergebnis. Ich gebe jetzt mal ein, mein TMS-Jahr war 2018 und ich habe einen Standardwert von 120 erreicht. Da war ich recht zufrieden mit. Und einen Prozentrang von 98. Das erklärt auch, warum ich mit einem 2,0er Abitur Medizin studieren konnte. Das Notenäquivalent 1,0 und den Prüfcode habe ich keine Ahnung. Dementsprechend passt auch der Prüfcode nicht mehr zu diesen Werten. Völlig egal. Das wird euch hier angezeigt, wenn er nicht korrekt ist. Aber im späteren Verlauf könntet ihr das auch noch ändern. Wir gehen jetzt also erstmal weiter und können jetzt alle unsere Daten nochmal überprüfen. Das solltet ihr auch wirklich machen, wenn ihr eure Bewerbung einreicht. Da ist es wirklich sinnvoll, wenn man alle Daten wirklich initial auch korrekt angibt. Dann auf Weiter und dann werden noch Hinweise angezeigt. Bei mir ist es jetzt, dass die Note und meine Punktzahl für das Abi nicht zusammenpassen und mein TMS nicht mit der Nummer übereinstimmt. Jetzt würdet ihr auf Daten übermitteln klicken. Dann wäre euer Antrag erst einmal abgeschlossen. Ich melde mich natürlich ab, weil ich mich nicht nochmal für Medizin bewerben möchte. Ich bin doch glücklicherweise schon angenommen. Kommen wir nun also zu den Begrifflichkeiten, die ich euch am Anfang versprochen habe, jetzt zu erklären. Das erste wäre die Priorisierung. Warum muss ich eigentlich priorisieren, wenn ich mich doch an jeder Uni bewerben kann? Grundsätzlich ist es so, dass die Priorisierung eure Wünsche, das bedeutet die Reihenfolge eurer Universitäten widerspiegeln sollte. Es kann nämlich passieren, dass ihr mehr als ein Zulassungsangebot ausgesprochen bekommt. Sollte das der Fall sein, gelten die Koordinierungsregeln. Diese erkläre ich euch gleich. Euch muss dabei aber bewusst sein, dass die Priorisierung nicht die Chancen verändert, an einer Uni genommen zu werden, sondern nur die Reihenfolge festlegt, in welcher Hochschulstaat die Zulassungsanträge und Angebote automatisch in Zulassung umwandelt. Das erfolgt nach einem ganz klar festgelegten Schema, welches ich euch jetzt anhand der Koordinierungsregeln, welche genau das festlegen, erklären möchte. Fangen wir also mit dem jetzt etwas komplizierteren Begriff, den Koordinierungsregeln, an. Die Koordinierungsregeln sind da, um zu regeln, was passiert, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin nicht aktiv ein Angebot annimmt und unter welchen Umständen dann ein Angebot automatisch in eine Zulassung umgewandelt wird. Damit aber nicht mehrere Zulassungen gleichzeitig ausgesprochen werden können, also ihr nicht an mehreren Universitäten angenommen werdet, gibt es vier verschiedene Regeln, die eindeutig festlegen, an welcher Uni ihr am Ende ein Zulassungsangebot erhaltet. Die erste Koordinierungsregel ist eigentlich die einfachste. Diese besagt, dass wenn ihr nur eine Bewerbung abgegeben habt und diese im zulassungsfähigen Bereich der entsprechenden Hochschule liegt, das bedeutet, die Hochschule euch annimmt, wird dieses Zulassungsangebot automatisch ausgesprochen und ihr seid automatisch an dieser Universität angenommen. Hierzu mal ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, Philipp hat nur eine Bewerbung an der Charité abgegeben und diese Hochschule, also die Charité, hat schon 4 Wochen nach dem Start der Koordinierung ihre Rangliste hochgeladen und Philipp ist im zulassungsfähigen Bereich. Dadurch wird automatisch das Zulassungsangebot ausgesprochen und Philipp bekommt seine Zulassung nach Hause geschickt. Die zweite Regel besagt, dass wenn mehrere Bewerbungen abgegeben und auch im zulassungsfähigen Bereich sind, für alle diese Bewerbungen Zulassungsangebote ausgesprochen werden. Wird keines der Angebote angenommen, wird am Ende der Koordinierungsphase das Angebot mit der höchsten Priorisierung automatisch in eine Zulassung umgewandelt. Auch hier wieder ein kleines Beispiel. Angenommen, Philipp hat sich nun an 3 Universitäten beworben und direkt in den ersten 7 Tagen nach Anfang der Koordinierungsphase haben sich alle Universitäten zurückgemeldet und ihre Ranglisten erstellt und an allen 3 Universitäten ist Philipp angenommen. Gehen wir davon aus, Philipp hat an Platz 1 die Charité gesetzt, an Platz 2 die Uni Heidelberg und an Platz 3 die Universität in Hamburg. Nun kann er sich bis zum Greifen der Koordinierungsregeln zwischen allen 3 Zulassungen entscheiden. An dem Tag, an dem die Koordinierungsregeln nun greifen, wird automatisch die Zulassung der Universität mit der ersten Priorisierung, also die Charité, angenommen. Die dritte Koordinierungsregel ist mit Abstand die komplizierteste. Diese besagt, dass wenn mehrere Bewerbungen vorliegen und mindestens 2 davon schon im zulassungsfähigen Bereich erfasst sind, während andere Bewerbungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht im zulassungsfähigen Bereich sind, dass dann die jeweils höchste Priorisierung bestehen bleibt und die niedrige Priorisierung, welche jedoch schon im zulassungsfähigen Bereich ist, automatisch wegfällt. Bestehen bleiben außerdem alle Universitäten, die noch nicht im zulassungsfähigen Bereich sind, also noch kein Angebot ausgesprochen haben.
Rutscht dann eine Bewerbung, die vorher nicht im zulassungsfähigen Bereich war, in den zulassungsfähigen Bereich, wird wieder die Universität mit der höheren Priorisierung in ein Zulassungsangebot umgewandelt, also bleibt bestehen und die niedrigere Priorisierung fällt automatisch weg. Nun das konkrete Beispiel für Fall 3. Philipp hat nun sich beworben an 7 Universitäten. Die Universitäten der Priorisierung 3, 5, 6 und 7 haben das Angebot angenommen. Die Universitäten 1, 2 und 4 haben noch kein Zulassungsangebot erstellen können. Zum Anfang der Koordinierungsregeln hat Philipp nun noch kein Zulassungsangebot in eine Zulassung verwandelt, da er noch darauf hofft, dass die Priorisierung 1, 2 oder 4 ein Zulassungsangebot rausschicken. Gemäß Koordinierungsregel 3 bleibt nun nur die Universität mit der höchsten Priorität bestehen. Das bedeutet, die Priorität 3 bleibt bestehen und die Universitäten 5, 6 und 7 fallen automatisch raus. Natürlich bleiben auch die Universitäten mit der Priorisierung 1, 2 und 4 bestehen, da diese ihre Zulassungsangebote noch nicht rausschicken konnten. Ein bisschen später ist es jetzt so, dass Philipp ein Zulassungsangebot von Universität 4 bekommt. Dieses wird automatisch gelöscht. Warum? Da immer noch die Priorisierung 3 besteht, wird das tiefer liegende Angebot, also das Angebot der Universität 4, automatisch gelöscht. Wird nun 7 Tage später von Universität 1 ein Angebot ausgesprochen, wird dieses automatisch zum aktiven Angebot und das Angebot der Priorität 3 wird gelöscht. Die vierte Regel gilt jetzt nur für das Nachrückverfahren und ist auch wieder denkbar einfach. Und zwar, wenn ihr an einer Hochschule im Nachrückverfahren in den zulassungsfähigen Bereich kommt, wird das Zulassungsangebot ausgesprochen und automatisch in eine Zulassung umgewandelt. Das bedeutet, da könnt ihr nicht warten, ob mehrere Angebote bestehen und diese annehmen, sondern da wird automatisch das erste Angebot im Nachrücken dann in eine Zulassung umgewandelt. Nun das kleine Beispiel zur Regel 4. Nehmen wir an, Philipp hat sich in Hamburg, Berlin und Heidelberg beworben. 4 Tage nach Anfang des koordinierten Nachrückens kriegt er nun von Heidelberg ein Zulassungsangebot. Nun wird nicht gewartet, ob die anderen Unis auch ein Zulassungsangebot rausschicken, sondern die Zulassung in Heidelberg bzw. das Zulassungsangebot in Heidelberg wird direkt in eine Zulassung umgewandelt und die Bewerbung ist für Philipp damit beendet. Und damit sind wir auch am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, wie der Bewerbungsprozess über Hochschulstart abläuft und euch ein paar Begrifflichkeiten vielleicht nochmal ein bisschen einfacher erklären, als sie auf der Website beschrieben sind. Wenn ihr Bedarf habt nach einem Video, was die einzelnen Phasen, zum Beispiel des Nachrückens erklärt oder auch das Losverfahren, meldet euch gerne in den Kommentaren, da mache ich auch gerne noch ein Video zu. Und wenn ihr Fragen zur Thematik aus diesem Video habt, könnt ihr diese auch gerne in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, das Video zu liken und vielleicht auch ein Abo dazulassen, darüber würden wir uns wirklich freuen.